Ja, heute ist Montag, der 17. Oktober 2022. Das ist eine ganz kurze, aber so bizarre Geschichte, dass ich sie einfach erzählen muss. Es geht mir durch den Sinn, ihr seht ja den Text vor euch. Wenn man lange genug lebt, erlebt man jeden Schwachsinn zweimal, nur von der anderen Seite. Hier heißt es Z. Jetzt muss ich direkt mal nachsehen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich befasse mich ja nicht mehr. Ich blende es aus. Ist von der Zeit was? Gut, okay. Also die Zeit. Wer dieser Typ ist, gucke ich nicht nach, interessiert mich nicht. Hier sagt ein Mensch mit offensichtlich indischem Namen. Also es wird eine linke Zeitung. Ein Submagazin sozusagen, die Z, von der Zeitung Die Zeit. Z, inwiefern leben wir noch heute in einer kolonialen Gegenwart? Antwort von vermutlich einer Person aus Indien, oh Gott, Sintuyan, Verzeihung, ich kann es wirklich nicht, Varatharaja. Zitat. Um Kolonialismus zu erkennen, muss ich nicht ins Museum gehen. Ich sehe ihn im Alltag, in den Landschaften, in den Baumaterialien, in der Kultur. Warum stehen zum Beispiel überall in Deutschland Ginkgo-Bäume, die ursprünglich aus China stammen? Sind Sie glücklich hier? Diese Fragen stellt sich keine. Wir gehen einfach davon aus, dass es unser Recht ist, Bäume zu verpflanzen, zu rauben und zu verschenken. Also, es sei der Vollständigkeit halber hinzugefügt, dass ich als druidisch aktiver Mensch durchaus mir einbilde, mit Bäumen zu sprechen. Über falsche Herkünfte hat sich zum Beispiel meine Schwarzbirke bei mir jedenfalls noch nicht beschwert, die aus Amerika kommt. Aber das Lustige ist etwas völlig anderes. Diese Geschichte ist absolut und völlig wahr. Vor über 30 Jahren, als ich so 17, 18 war und in heidnischen Kreisen, da gab es in Berlin zwei Asatru-Gruppen. Also zwei Gruppen, die der germanischen Religion. Die eine war so, naja, sagen wir mal, bürgerlich, normal, unpolitisch. Und die andere hatte einen, der war, sagen wir mal, rechts. Also nicht Nazi-rechts, das möchte ich jetzt wirklich betonen, aber schon sehr rechtsnationalistisch. Und der sagte uns allen Ernstes in einer hitzigen Diskussion, es sei ungeheuerlich, und er sagte das mit tiefer Überzeugung und Empörung, vor, wie gesagt, 32, 33 Jahren, 34. Es sei ungeheuerlich, sagte er, dass es in Deutschland ausländische Bäume wie diese Ginkgo-Bäume gäbe. Die gehören nicht nach Deutschland, diese Ginkgo-Bäume sind ausländische Bäume, sagte er, die müssen alle raus. Ich habe damals, das ist wie gesagt die reine Wahrheit bei den 12 Göttern, auf diesen Mann und dieses Ereignis eine Spottballade geschrieben. Es ist wirklich wahr. Ich habe die auch veröffentlicht damals in irgendeiner, ich habe so ein kleines Magazin rausgegeben. Viel Echo hat es nicht gefunden, denn damals war mein Wirkungskreis extrem winzig. Aber es war es mir wert, weil ich die Diskussion dermaßen für absurd hielt. Nun sind, wie gesagt, ich mag 17 oder 18 gewesen sein, 32, 33 Jahre vergangen, vielleicht 34. Und die Position ist links angekommen. Als ich das sah, habe ich bemerkt, okay, Hufeisen ist wirklich wahr. Die Position, die früher, das waren natürlich, ich gebe es zu, es waren damals wenige, aber es gab einige, die so diese Ansicht hatten, gerade im germanischen Spektrum, naja, wir haben ja hier an Sträuchern und Bäumen vieles aus dem Ausland bekommen. Das ist ja nicht so gut. Also so eine starke Ablehnung hatte nur dieser eine. Ja. Ich fand das verrückt. Ich sag auch als Mensch, der
ich sag's mal so, muss man jetzt nicht dran glauben oder so, der sich böse persönlich, ich habe noch keinen Baum gespürt oder hineingespürt, der gesagt hat, ich will zurück nach Amerika oder China, hier gehöre ich nicht hin. Also bei mir hat sich jedenfalls noch kein Baum beschwert, das sei ja zusätzlich gesagt. Aber ich habe wirklich hier, ich saß hier und lachte wirklich 5 Minuten und dachte, Alter, das Thema habe ich doch vor 33 Jahren oder 32 Jahren schon mal jemanden sagen hören, nur aus der völlig entgegengesetzten Richtung. Und das ist auch nicht ein Einzelfall, denn wir sehen es ja in anderen Themenbereichen auch. Ne? Segregation. In den USA ist es plötzlich links, dass dort, wenn auf dem Colleges Abschlüsse gefeiert werden, da machen die Weißen ihre eigene Abschlussparty und die Asiaten und dann gibt es eine für LGBTs und ein Scantrial, also nicht alle, aber viel immer mehr. Amerikanische Colleges, kommt auf die Bundesstaaten sicher an, machen dort Feiern nach Ethnie, um mal das böse R-Wort zu vermeiden. So, und natürlich LGBT, ich frage mich, ob LGBT, wenn man ein schwarzer LGBT-Mensch ist oder ein weißer oder ein asiatischer, geht man dann zu zwei feiern? Oder entscheidet man sich dann, was einem wichtiger ist? Ich weiß es nicht. Aber das ist, was will dieser Mann? Also sollen wir alle Ginkgo-Bäume in Deutschland jetzt fällen? Oder sollen wir sie alle sorgsam ausgraben und zurück nach China schicken? Das ist böser Kolonialismus, dass es Ginkgo-Bäume in Deutschland gibt. Und so sagte mir ein ziemlich rechter Mensch vor 33 Jahren, es ist böse, dass es in Deutschland Ginkgo-Bäume gibt. Wenn man lang heute begegnete ich bei Edeka, es sei noch hinzugefügt, vor mir in der Schlange, da waren zwei Frauen, die unterhielten sich, mussten sich gerade kennengelernt haben, hatten, stellten sich also ein bisschen vor. Die eine war 90, die andere 89. 90. Und die Frauen waren beide recht vital. Die Frau sagte, ja, ich bin Jahrgang 32, die 90-Jährige. 32. Diese Frau ist geboren, bevor Hitler Reichskanzler wurde. Was die alles erlebt und gesehen hat in ihrem Leben. Ich bin ja erst 51 und habe trotzdem schon so viel Schwachsinn gesehen, dass man sagt, man glaubt es eigentlich nicht.